So, guten Tag, willkommen in meiner Zuckerbude. Es geht hier weiter und ich freue mich und ja, ich übergebe jetzt an den NRW Boy 18. Hallo. Ja, herzlich willkommen in unserer Zuckerbude. Und ja, wir müssen es jetzt auch mal aufklären. Liebe Grüße an den Annie Satorama. Ich finde, es ist nur fair. Er hat eine Art, die wir sehr gut finden und die wir auch sehr an ihm schätzen. Das muss man auch mal so sagen. So, wir haben jetzt eben ein wenig hier ausprobiert und haben hoffentlich diese ganzen Soundprobleme jetzt behoben und können jetzt uns wieder auf das Spiel stürzen. Wir sind jetzt hier beim Spiel, was war das, Ab in die Wildnis oder so? Mit 20, Ruf der Wildnis. Ja, Ruf der Wildnis, genau. Mit 20 Pikarats. So. Nach Jahren der Misswirtschaft in dem Zoo, ist dem Zoo nun das Futtergeld ausgegangen. Die armen Viecher, dem Verhungern nahe, schmieden Ausbruchspläne und können sich schließlich aus ihren Käfigen befreien. Aber sie müssen noch durch den furchtbar verwirrend aufgebauten Zoo hindurch. Meine Güte. Tippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen und berühre dann Antwort und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. Okay. Ich würde sagen, du machst den Panda und ich mach die Giraffe. Okay. So. Concentration. Also die Giraffe kommt schon mal nicht raus. Der Panda auch nicht. Dann mach du das Krokodil und ich mach den Hasen. Ah, der Hase kommt raus. Das Krokodil nicht. Dann mach du den die Katze und ich mach den... Oder? Was ist das hier? Das grüne Vieh und ich mach das gelbe Ding. Okay. Nee, das geht ja auch nicht. Ah, ich glaube, der kommt auch raus. Ja. Die beiden Viecher kommen raus. Der... Na gut. Nun die Probe aufs Exempel. Was? Das ist wirklich eine harte Nuss. Ich hab da einen Husten. So, Moment mal, der Hase. Guck hier, guck zusammen. Der geht hier runter, zack, hier wieder hoch, hier rum, da hoch, da, hier rum, zack, 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 zack. Das heißt, der auf jeden Fall. So, und der hier geht hier rum, da hoch, hier hoch, und dann hier rum, oder? Wie sehe ich das? Ja. Hast du den hier denn geguckt? Alter, guck ich nochmal. Ja. Der bleibt da unten da irgendwie stecken. Das geht ja gar nicht. Stimmt, der bleibt stecken. Und das Krokodil? Kommt auch nicht wirklich weit. Naja, stimmt. Die Giraffe kommt auch nicht weit. Wenn du hier runter gehst... Ende oder hier unten hin. Wenn er hier weiter geht... Ende zu hier und Ende zu da. Und der Panda. Nee, der kommt auch nicht weiter. Also können es doch nur die beiden sein. Tippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen. Boah, da ist bestimmt wieder irgendein Trick drin. Ja, aber was denn für ein Trick? Was soll es denn hier für ein Trick geben? Einmal hier hoch zum Hasen und hier runter zum Löwen. Aber die fressen... Ach, der Löwe frisst doch den Hasen. Ach ja, denk... Das nackte Überleben. Ja, und... Hä? Tippe alle Tiere an, die es bis zum Ausgang oben in der Mitte schaffen und berühre dann Antwort und nicht vergessen, es geht ums nackte Überleben. Also nur der Löwe.
Nun oder nicht? Die Probe aufs Exempel. Naja, richtig. Der frisst den ja. Quark errat Demonstrant. No. Ach, was würde ich ohne dich machen? Nichts. Gut aufgepasst. Der Einzige, der das Licht der Freiheit erblickt, ist der Löwe. Sowohl Hase als auch Löwe können es bis zum Ausgang schaffen. Aber nach all dem Darben... Was ist Darben? Nach dem Darben wird der Löwe den armen Meisterlampe wohl kaum unversehrt entkommen lassen. Ah ja. Wer hat den nochmal gesprochen? Ich glaube, aber wer hat den gesprochen? Hey, was soll denn das? Wie soll ich denn Zeit totschlagen, wenn ihr all meine Rätsel so schnell löst wie Klemmschrauben? Naja, schnell ist übertrieben. Ja. So, willkommen zurück zu Professor Layton. Ja, genau. Wir haben aber ganz vergessen, hier mal nachzuschauen. Denn seitdem wir gespielt haben, haben wir hier noch nicht mal reingeguckt. Also wir sind jetzt im Koffer des Professors. Da haben wir schon den Schuh und die Mütze von dem Jungen gefunden. Guck mal, spielt seit 2 Stunden 45. Ja. Zwei Hinweismünzen nochmal liegen lassen. Schade. Ach ja, es war bei dem einen Rätsel, das weiß ich noch. Kamera. Berühre die Teile am oberen Rand des Touchscreens. Ich hab keinen. Um sie vergrößert darzustellen. Danach kannst du das gewählte Bauteil im leeren Gehäuse bewegen und platzieren. Verwende den Touchpen, um ein Teil zu verschieben und zu drehen. Berühre das Bauteil in der Mitte und führe es mit dem Touchpen, um es zu verschieben. Berühre es am Rand und führe den Touchpen herum, um es um die eigene Achse zu drehen. Finde alle 10 Teile und füge sie lückenlos wieder zusammen, um die Kamera zu reparieren. Und was passiert, wenn die Kamera wieder knipst? Nun, das musst du schon selbst herausfinden. Was stützt bei ja. dir ein? Mein Drucker. Oh. Ja. Hä? Das ist doch ein leerer... Mann, haben wir schon viele Teile. Okay. Also kann man da noch nicht viel machen. So, was haben wir mit dem... Dann gucken wir mal zu Olga. Lies du mal vor. Moment, es hängt ein bisschen. Hilft einem vollschlanken Hamster mit allerlei kuriosen Objekten endlich wieder in Form zu kommen. Deine gesammelten Hilfsmittel zur Hamsterertüchtigung findest du am oberen Rand des Touchscreens. Berühre ein beliebiges Objekt und führe es abwärts, um es in der Hamsterkiste zu platzieren. Eine ganze Menge. Der Hamster reagiert auf alles, was da mehr oder weniger von ihm entfernt liegt. Concentration bitte. Ja. Bei 4 Feldern oder mehr wird er gar nicht reagieren. Also achte gut darauf, was du wo platzierst. Berühre ein Objekt, um seine besonderen Eigenheiten zu erfahren. Nutze dann diese Eigenheiten aus, um dem Hamster so viel Auslauf wie möglich zu verschaffen. Sobald die Objekte verteilt sind, tippe auf Bewegung, um den Hamster loslaufen zu lassen. Jedes Mal, nachdem der Hamster auf ein Objekt reagiert hat, verschwindet es aus der Kiste. Der Hamster-Drill ist zu Ende, wenn alle Objekte dort sind oder wenn der Hamster nichts mehr findet. Fort sind. Immer wenn der Hamster die jeweils angezeigte Zahl Schritte erreicht, wird er ein bisschen fitter. Wenn du deinen Hamster wieder zu seiner Idealfigur verhilfst, passiert etwas Wunderbares. Oh. Baue eine Trainingsstrecke. Ordne Objekte auf dem Feld so an, dass der Hamster möglichst weit läuft und ordentlich ins Schwitzen kommt. Tippe auf ein Objekt, um dessen Eigenschaften zu sehen. Apfel isst unseren Hamster am liebsten. Nähert er sich bis auf 3 Schritte einem Apfel, rennt er gleich darauf zu und ignoriert alle anderen Objekte um sich herum. Apfel! So, und jetzt? Aber der isst die doch am liebsten, dann isst der doch wieder nur und nimmt zu. Tja. Die Logik aus Japan. Ha 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 ha!
schlanker ist er nicht geworden, oder? Nee. Nicht erreicht. Schade. Bewegung macht schlank. Naja, okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Genau. So. Ich würde sagen, wieder zurück. Tja, wohin? Da fehlt wohl noch ein Zips. Ja, wir müssen ja dich immer noch suchen, ne? Ja, mich, genau. Was ist hier drin? Ach, da ist Sino wieder. Oh, das hängt aber gerade hier. Tja, und im Speisewagen... Oh, das Glas schon wieder. Dieses Kristall ist wirklich filigran. Achten wir gut darauf, dass es nicht... es nicht zu zerbrechen. Na, okay. Das habe ich gedacht. Ach, gucke da. Das hatten wir doch auch schon, oder? Mhm. Du bist dran. Ja, es hängt gerade. Gut, Freunde, wenn es hängt, dann muss man da was gegen tun. Die Zeit ist erreicht, das passt ziemlich gut, also machen wir hier Schluss, sehen uns im nächsten Tag wieder. NRW bei 18, adieu.